hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Moto Fuzzi. Heute sind wir hier in einem Klassenzimmer mal zur Abwechslung und ich möchte euch über ein Wort erzählen, was mir so ein bisschen Probleme beim Hören bereitet. Und zwar ein amerikanisches, englisches Wort, was so 98% aller Deutschen falsch aussprechen. Selbst im Radio, selbst in den News, selbst, also überall, selbst diese Firma spricht dieses Wort falsch aus. Und deshalb wollte ich euch das mal zeigen, wie man das wirklich, oder damit ihr das mal hört, wie man das wirklich ausspricht, dieses Wort. Und zwar, hey pal. Dieses Wort besteht eigentlich aus zwei Teilen. Ja, dann vielleicht zum besseren Verständnis. Und zwar zum einen, pay, to pay, bezahlen. Und das andere, pal, ein Freund oder ein Kumpel, ein Kerl. Und das ist eigentlich auch schon alles. Wenn er das trennt, dann ist das auch schon sehr viel einfacher auszusprechen, denn pal ist immer pal. Und es gibt auch, wurde ich gerade heute darauf hingewiesen, eine Fernsehnorm, die im deutschen pal heißt und im englischen heißt diese TV-Norm auch pal. Ganz einfach. Okay, ja, und was ich euch noch sagen wollte, war noch eine Sache, die euch hilft dabei, dieses Wort richtig auszusprechen, ist nämlich ja wieder mal das Internet und YouTube. Und da fällt mir jetzt ganz spontan ein, dieser bescheidene junge Mann namens Elon Musk, dem gehörte ja PayPal, vor ein paar Jahren. Und schaut einfach auf YouTube unter Elon Musk und PayPal nach und dann seht ihr, dann gibt es genug Berichte und da wird nämlich dieses Wort auch ausgesprochen von Amerikanern, beziehungsweise vielleicht sogar von ihm. Er ist ja Kanadier, glaube ich. Und dann wisst ihr schon mal, habt ihr das schon mal aus einer Quelle, wie es richtig ausgesprochen wird, nämlich PayPal. Ja, und als ganz besondere Überraschung hier, weil ihr mir ja wahrscheinlich nicht glaubt, dass man PayPal ausspricht, sind wir hier in diesem Klassenzimmer und ich habe hier eine Klasse, die ist zwar sehr klein, aber ich habe hier den Chris aus England und der weiß ganz bestimmt, wie man das ausspricht. Chris, erzähl uns doch mal, wo du herkommst und wie man dieses Wort ausspricht, bitte. So my name's Chris. I've lived my whole life in England and I would pronounce it PayPal. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Nun wissen wir, wie dieses Wort ausgesprochen wird und ich hoffe, liebe Leute, dass ihr das jetzt richtig aussprecht. Ja? Also wie gesagt, schaut im Internet nach, schaut auf YouTube nach, wenn ihr nicht anders wisst oder wenn ihr mir nicht glaubt. Aber ich hoffe doch, dass ihr auch meinem Freund hier Chris aus England glaubt, wie man dieses Wort ausspricht, nämlich PayPal. Das war alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Moto Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.